Hallo und herzlich willkommen zum weiteren Video in der Reihe Urlaubsreisen mit Papageien. Diesmal geht es mir um die gesetzlichen Bestimmungen, die man beachten muss, wenn man mit den Papageien unterwegs sein möchte. Und dazu habe ich ein kleines Interview geführt mit der Frau Dr. Stein vom Veterinäramt hier in Groß-Gerau, weil sich da gesetzliche Dinge geändert haben. Und die möchte ich hier kurz dokumentieren. Ich möchte gleich zu Anfang mich entschuldigen. Ich habe das völlig unprofessionell gemacht. Ich habe mein Handy dabei gehabt, aber das ist während dem Interview umgefallen. Keiner hat es gemerkt. Deswegen gibt es kein Video dazu. Ich lasse aber trotzdem die Tonspur laufen und zeige dabei die Dokumente, die wir bekommen haben bzw. ausgefüllt haben und die wir auch jetzt mitnehmen müssen mit den Papageien. Ja, wenn es Fragen dazu gibt, gerne im Kommentarfeld. Ich bin gerne bereit, auch direkt darauf zu antworten und vielleicht dann auch, wenn viele Fragen aufkommen sollten, beim nächsten Video nochmal mit drauf einzugehen. Daher erstmal viel Spaß bei diesem Video und ich hoffe, es hilft euch, wenn ihr mit euren Papageien auch verreisen wollt. Vielen Dank, Katrin, dass wir jetzt hier erstmal das Förmliche machen können. Du weißt, wir wollen nach Spanien. Ja, ich hab's gehört. Es hat sich ja jetzt einiges geändert. Früher war das einfach nur ein Gesundheitszeugnis, was wir mitgenommen haben. Und jetzt brauchen wir was ganz anderes, Offizielles. Was ist das? Also die Sache ist, früher hat ja jedes Land in der EU selbst bestimmen dürfen, was es für die Einreise fordert. Jetzt ist es tatsächlich so, dass praktisch die Transporte und die Gesundheitsbescheinigung einheitlich für die ganze EU geregelt sind und die dann im sogenannten Traces-System durch den Amtstierarzt erfasst werden, wo dann auch gleich die Gesundheitsbescheinigung erfasst ist. Und das ist ein standardisiertes System. Somit wird es eigentlich einfacher, weil man sich nicht mehr überlegen muss, welches Land was wie will, sondern man einfach nur zum Amtsarzt sagt, ich möchte ins EU-Ausland und der dann im System praktisch die Gesundheitsbescheinigung aufrufen kann und ausfüllen kann für jeden Das Vogel. heißt, ich habe nicht mehr die Situation wie früher, dass jedes Land irgendwas Eigenes gehabt hat und ich musste dann sozusagen immer deren Bestimmungen erfüllen, sondern ich habe jetzt eine Bestimmung und die gilt für alle europäischen Länder. Genau, so. Das ist ja eigentlich erstmal total klasse. Ja. Total einfach Total geworden. einfach. Was ist denn da jetzt mehr klasse geworden? Früher war es ja so, man hat eigentlich nur ein Gesundheitszeugnis gehabt. Und ich glaube, ich kann mich an früher erinnern, da wurde auch, glaube ich, bestätigt, ob hier irgendwie ein Seuchenfall war. Das hat ja da noch, das musste ja mitbestätigt werden, ne? Ob aus dem Genau. Ursprungsgebiet ein Seuchenfall war. Ist das Also jetzt immer noch so? genau, wir bestätigen jetzt praktisch einmal, wo kommen die Tiere her, aus welchem Betrieb kommen die, für welche Bestimmungen gehen die ins Ausland. Also im meisten Fall im Urlaub wird es weitere Haltung sein. Sagen nochmal, welche Identität das Tier hat. Und dann bestätigen wir einmal, dass der Betrieb nicht wegen einer Seuche gesperrt ist oder in einem Seuchengebiet lebt. Wir bestätigen nochmal, dass Chlamydien nicht aufgetreten sind oder Okay. uns zur Kenntnis nicht gekommen sind. Wir bestätigen, dass sie nicht gegen Newcastle-Krankheit geimpft sind. Und wir bestätigen bei Papageien, genau, diese Chlamydiose. Und das war es im Prinzip eigentlich. Betrieb meint in der EU-Gesetzgebung immer den Ort der Haltung. Da Den wird Ort der nicht Haltung. unterschieden, ob das ein gewerblicher Betrieb ist oder ein privater Halter. Es läuft in der Gesetzgebung alles unter Betrieb. Was brauche ich denn sonst noch für Papiere? Also wir haben ja zum Beispiel die Herkunftsnachweise. Genau, Wir haben hier Herkunftsnachweis oder einen. CITES-Bescheinigung, je Ja. nachdem, was nach Art notwendig ist. Okay. Das muss dabei sein und die Kennzeichnung muss auch aktuell dort eben am Vogel auslesbar sein. Richtig, Also also entweder ohne Chip oder Kennzeichnung Ring. geht gar nicht. Ja. Genau. Sehr immer. Das war ja immer schon so. Genau. Mehr brauchst du nicht. Wie ist das mit Graupapageien? Das ist ja noch ein bisschen CITES. schwierig. Das Die sieht jetzt, wir brauchen brauchen alle CITES. auch für den Auch für Urlaubsausflug den Urlaub. Ja, brauchen die okay. CITES. Super. Brauche ich denn, also ich kann mich daran erinnern, früher war das, glaube ich, bei den Franzosen, ich brauchte ein Papier, wo drin steht, dass die Tiere nicht für den Verkauf gedacht sind, sondern mein persönliches Eigentum ist. Fällt Das fällt alles jetzt weg, alles weg. weil wir ja hier praktisch zertifizieren, ob die für den Verkauf sind, für die weitere Haltung oder für, ich weiß gar nicht, was noch für die Bestimmung war. Also da gibt es mehrere Auswahlmöglichkeiten. Das legt der Amtstierarzt schon bei der Zeugniserstellung fest, dass der praktisch nur für die weitere Haltung bestimmt ist oder für den Verkauf oder. Das heißt, das erfolgt auch automatisch in diesem Zertifikat schon mit. Okay, super. Nee, das ist ja klasse, dass ja alles in einem Papier ist. Ja. Ja, soweit okay. Wie lange ist das jetzt gültig? Also ich fahre jetzt ja weg.
Also, jetzt ist es ja kein Problem, aber wenn ich jetzt eine Woche bleibe, zwei, fünf, also zehn, im Prinzip gilt es, ja, das wird man so genau sehen. Mhm. Also im Prinzip heißt es, 48 Stunden vor der Abfahrt darf das Zeugnis erst erstellt werden bei den Papageien. Mhm. Das heißt, zwei Tage vor der Abfahrt darf das nur erstellt werden. Alternativ, wenn man irgendwie sonntags fährt, ein Freitag, ein Feiertag ist, ist es der letzte Werktag vor der Abfahrt, wo dann das Zeugnis erstellt werden muss. Und erstmal gilt es 10 Tage, wobei für die Rückreise in der Regel das trotzdem nicht gelten sollte. Okay. Rück nach Deutschland sollte auch damit dann kein Problem sein, weil die ja nachweislich aus Deutschland stammen. Das heißt, in ihrem Herkunftsbetrieb dürfen die eigentlich wieder. Ja, vielen Dank an die Frau Dr. Stein für das Interview. Ich denke, hiermit ist alles ein bisschen klarer und einfacher geworden, wie mit Papageien verreist werden kann. Und jetzt geht's raus auf die große Reise. Jetzt sind wir unterwegs und melden uns dann auch gerne von unterwegs wieder. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss.